und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Webschorle, dem Online-Marketing-Video-Podcast. Heute sind wir in Leverkusen bei Fabian Rossbacher, dem SEO-Programmierer. Hallo Fabian. Hallo. Fabian, du hast ein sehr interessantes Interview beim Kai gegeben im Online-Radar. Mhm. Thema war Prozesse im Link-Building und da würde ich ganz gerne heute mit dir anknüpfen. In dem Podcast waren ja leider keine visuellen Eindrücke, deshalb haben wir hier direkt schon mal ein Whiteboard stehen, wo du uns hoffentlich nochmal angeknüpft an das, was du da beim Kai erzählt hast. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an, beziehungsweise hört es euch an. Ich stelle natürlich direkt im Blogbeitrag auch den Link zum Online-Radar hin, damit jeder direkt weiß, wo er sich anhören kann. Also wir wollten da gerne anknüpfen, dass du vielleicht uns auch noch was zu deinem Scrum-Modell erzählst, generell zu den Link-Prozessen und wie du da so vorgehst. Mhm. Ja, ist immer eine schöne Idee, das Ganze jetzt auch mal ein bisschen grafisch zu machen, finde ich super. Mache ich sehr gerne. Das hat ja ganz gut funktioniert beim Kai, aber es fehlte halt noch so der grafische Touch. Genau. Und ja, dann fange ich mal an zu malen. Gerne. Also bevor wir überhaupt irgendetwas tun, brauchen wir erstmal was. Ja? Und das sind Daten. Nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel, was wir gerade machen, für die Domain 5x4.com. Das ist ein Projekt, das ich zusammen mit jemandem gegründet habe. Es geht um Restaurantgutscheine, also ein Offline-Projekt, ähnlich wie das Gutscheinbuch. Erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was zu, aber stellen wir erstmal dahin. Eine neue Domain, ein Jahr alt und noch wenig Power bei Google. So. Was war bisher drauf? Waren überhaupt Inhalte drauf? Ja, bisher hatten wir das HTAccess geschützt, also für Google war die Domain quasi leer. Quasi neu. Ja. So. Und dann überlegt man sich natürlich, wie man da dann mal anfängt. Und ich sag mal so, diesen ganzen kleinen Vieh, dass wir ja so ein bisschen Blogs machen, dass wir so ein bisschen... Kann man das lesen in der Kamera? Ich hoffe. Kommentiere ich das ein bisschen. Blogs, Foren, ja, so ein bisschen eigenes Netz, ja, sind jetzt einfach mal ein Netz. Blogs und Foren macht ihr manuell? Genau, also wir haben halt in jedem Forum, was dann themenrelevant ist, haben wir dann im Idealfall schon ein paar User drin, die halt schon etwas länger da drin gezogen sind und dann halt einen sauberen Kommentar und keinen Spammy-Kommentar machen, dass man natürlich auch drin bleibt. So. Im letzten Podcast hatte ich mit Frank so das Thema Ethik im Bereich, auch Foren und Blogs. Ja. Wie seht ihr das? Naja, also ich sag mal so, wenn ich in einen Blog oder ein Forum mit Gewalt meinen Link reinprügel, dann ist das vor allem nicht effektiv, weil er wird wieder rausfliegen. So, also schaue ich natürlich, dass ich dann ein Forum oder einen Blog finde, wo vielleicht jemand nach, hier geht es um Restaurantgutscheine, nach Restaurantgutscheinen gefragt hat. Aber ihr macht das unter euren eigenen Namen oder unter Also ich gehe da natürlich Persona-Building. Nicht, ich gehe da natürlich nicht als Fabian Rossbacher rein, das ist ja klar, weil das zu einfach zurückzuverfolgen ist. Also da denkt man sich dann schon Namen aus. Ja? So, man schaut aber, dass das halt irgendwie passt und dass man jetzt nicht irgendwas zumüllt, weil das fliegt eh raus. Ne? Was habe ich davon, wenn ich einen Blog zuspamme oder in ein Forum irgendwas reinmülle, wenn es eh rausfliegt? Ne? Und wenn ich ein Forum-Profil habe, was dann vielleicht sauber was anderes kommentiert oder saubere andere Posts schreibt, dann macht das Ganze dann auch irgendwie wieder Sinn, auch für den Betreiber. Achtet ihr auf Follow, No-Follow? Nein, überhaupt nicht. Also das ist eine Sache, die habe ich mir schon in diesem unteren Bereich, in diesem Low-Level-Link-Building vor langer, langer Zeit abgewöhnt. Also da nehmen wir mit, was themenrelevant ist. Ja, Punkt hinaus. Ich genauso, ich schaue überhaupt gar nicht darauf, was das für ein Link ist. Ja, definitiv. Das ist dann der natürliche Mix. Ganz genau. Also wir sind jetzt wirklich ein ganz neues Projekt mal aufzubauen. Okay, dann nehmen wir vielleicht noch Social Bookmarks mit, dann nehmen wir vielleicht noch einen Instant-Link mit, dann einen Demos-Eintrag und so weiter, wenn es passt. Okay, das ist die Stufe 1. Die Frage, wer macht das? Macht das der Rossbacher? Nee, hat er gar keine Zeit für. Das hier macht ein Studi. Also schon noch intern. Es gibt ja auch einige Dienstleister, bei denen man die einzelnen Punkte, gerade Social Bookmarks, ja, wir machen hier Foren auch. Wir machen hier viel selbst, was das angeht, beziehungsweise haben, ja doch, es gibt auch, wir sourcen das auch ein bisschen aus. Ja, also es kommt immer so drauf an, wie viel Zeit wir gerade haben, aber das ist ja eine Sache, die ja jeder selber machen kann. Das ist ja erstmal nicht kompliziert. Ne? Also sagen wir mal, wir haben zwei Studenten,
oder Praktikanten, der kostet gar nichts, der könnte sich damit mal beschäftigen und so ein bisschen in die Materie reinkommen. Das wäre so das Erste. Was kommt dann? Jetzt wird's spannend. Ja, ich sag mal so, man schaut natürlich dann, dass man mit jemandem mal ein bisschen spricht und eventuell, ich sag's jetzt nicht für die Domain, haben wir da jetzt nicht gemacht, aber wenn ich das neu aufsetzen würde, man kauft einen. Ja, oder man mietet, je nachdem, ob man erstmal schauen will, wie das Projekt läuft, aber sag mal, ich kaufe ein bisschen. Ist auf jeden Fall ein Part von meinem Mieter. Eher über persönliche Kontakte, ja. Eher über öffentliche Plattformen, Text-Link-Ads und so weiter. Auf gar keinen Fall. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen. Es hat sicherlich seine Daseinsberechtigung und ist auch absolut in Ordnung. Mache ich bei meinem Projekt nicht, weil ich halt auch jemand bin, der mit den Leuten halt sehr viel Kontakt hat und ich mache das aus meinem Netzwerk raus. Ja, also wenn du jetzt sagst, beispielsweise du hast ein paar coole Domains, dann frage ich mal, ey, was ist denn für Domains, vielleicht kann ich da was kaufen. Ja. Oder vielleicht kann ich tauschen. Und jetzt kommt nämlich der nächste Part. Also, wer macht das? Den Kauf. Der Studi. Eher nicht. Eher nicht. Es muss ein Linkbuilder machen. So. Jetzt bin ich schon in einer etwas hochkarätigeren Ebene, denn den Linkbuilder muss ich ausgebildet haben. Wie das wäre jetzt direkt meine nächste Frage. Wie bildest du den aus? Wer bildet den aus? Persönlich. In welcher Intensität? Wie viel Zeit nimmst du dir den? Ja, das ist, ja, jetzt, wie lange dauert die Ausbildung? Ein Leben lang, genauso lang wie meine. Tja. Ab welchem Punkt lässt du ihn freilaufen? Eigentlich nie. Linkbuilder reporten immer. Entweder an mich oder an den Linkmanager. So. Nachdem der Link gesetzt ist oder bevor der Link gesetzt wird? So, nachdem der gesetzt ist. Ne? Weil so viel Zeit haben wir da nicht, dass wir dann doch alles noch uns anschauen. Also was macht der Linkbuilder? Fange ich erstmal damit an. Also die Fragen, da komme ich gleich noch zu. Wie bilde ich den aus und wie prüfe ich das und so weiter. Was muss er machen? Er muss in der Lage sein, einen Link, eine Domain zu bewerten nach Kriterien wie Alter, beispielsweise Sistrix-Wert oder Alexa-Wert oder SEOMOS-Wert, was auch immer. Er muss in der Lage sein, diese Kerngrößen zu verstehen. Er muss eine Backlink-Struktur verstehen. Und er muss entscheiden können, ob der Link das wert ist, was der jetzt kostet. Also ich sag mal, jetzt sind jetzt mal für einen guten Link, einen Content-Link, 600 Euro soll der kosten. Da muss der in der Lage sein, zu sagen, das ist gerade ein toller Schrott, was wir hier kaufen. Oder das ist das Geld wert. Und wenn er dann sagt, das ist das Geld wert, dann wird er halt auch gekauft. Und später wird dann nochmal kontrolliert, ob der dann wirklich einen guten Kauf gemacht hat. Aber das macht der Linkbuilder. Habt ihr da eigene Tools, wo die wesentlichen KPIs aggregiert werden? Ja. Oder muss der zu Sistrix gehen, zu SEOMOZ gehen? Zu genau, das ist der Punkt. Also du kannst dich ja, da mit ganz vielen Werten befassen. Hier vielleicht als Tipp, wie wir es machen. Wir benutzen eigene Daten natürlich aus einem eigenen Sichtbarkeitsindex. Wir checken das aber immer gegen den Sistrix-Sichtbarkeitsindex. Ja. Also ich habe ja auf anron.de einen kleinen Domain-Juice-Tool online gestellt. Hast du gar nicht gesehen? Hast du noch nicht gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Also wer so ein paar KPIs überprüft, wie PageRank, wie Sistrix-Sichtbarkeit, wie Linking-Root-Domains. Aber wie machst du denn der muss ja doch die API haben. Kostet ja Geld. Ja, das erkläre ich dir dann gleich. Alles klar. Gut. So. Ja, also sehr cool. Sowas, wenn es sowas gibt, natürlich immer gerne, schauen wir uns gerne mal an. Also ich sag mal, der absolute Kernfakt ist natürlich die aktuelle Sichtbarkeitskurve. Ne? Also historisiert ist die gerade in Penalty. Ganz wichtige Sache. Ne? Also wenn die jetzt so eine Sichtbarkeit von 1,5 hat, hatte aber auch noch letzten Monat 10, ist er vielleicht eher auf dem absteigenden Ast, dann könnte man mal sagen, hier mit dem Preis, so mal Junge, ne, du bist hier gerade runtergefahren. Das wird aber manuell gecheckt. Ja, klar, natürlich. Also wie vor jedem Kauf wird sich das angeschaut. Ne? Und da wird sich auch mit beschäftigt und mit der Historie. Ja, also es ist schon, also geht ja Geld bei rüber. 600 Euro ist ja eine Investition, die ich in dieses Projekt tun muss. Ja, und wenn ich 10 Stück kaufe, habe ich 6.000 Euro. Keine unwesentliche. Ganz genau. Also sagen wir mal, wir machen jetzt hier einen Aufbauplan für 3 Monate. Ja, da machen wir permanent so ein bisschen jeden dritten Tag vielleicht oder jede Woche 2 Blogs, 2 Foren, linken einmal aus unserem Netz an mit einem Content-Link und kaufen vielleicht 1 oder 2 im Monat. Was mit PR? Online-PR? Natürlich. Also tue ich jetzt mal noch so ein bisschen hier mit rein, weil, also so Pressebox und sowas. Ne? Das probieren wir natürlich noch. Das nutzt ihr mit dem Hintergedanken, da wirklich Reichweite zu generieren oder nur wir sind jetzt wirklich gerade nur im Linkbuilding. Also die anderen, wir haben noch ganz andere Maßnahmen jetzt bei diesem Projekt neben dem SEO.
Aber das hat jetzt erstmal gar nichts so mit Linkbuilding zu tun. Ne? Also da fallen natürlich auch Links bei ab, klar, aber das ist jetzt nicht im Ziel von Linkbuilding. Kann ich ja später vielleicht nochmal drauf eingehen. Genau. Also das, ich sag mal, da kommen im Monat, ja, wenn ich hier gesagt habe, hier 2 mal 4, 8, 16, 20, habe ich gerade mal 22 Links. So, überschaubar. Würden vielleicht manche sagen, für einen Monat ist das okay? Ja, ich denke, am Anfang kann man halt ein bisschen mehr machen, beziehungsweise sollte man andere Sachen vorbereiten. Und das hatte ich ja auch schon im Podcast beim Kai gesagt. So. Ja, das ist übrigens die Linie, bis wo wir aufnehmen. Alles klar, habe ich genau getroffen. Was, und sagen wir mal, das hier ist jetzt 30% der Links am Anfang. Das hier ist vielleicht 5% der Links. So. Kriege ich denn jetzt hier also einen im Monat? Wenn wir hier so bei 20 sind. Ich habe jetzt einfach mal Zahlen dran geschrieben, mal so nach Gefühl. Gesagt. Wo kriege ich denn die anderen 65% her? Das wirst du uns jetzt erklären. Also ich denke, dass viele Agenturen da draußen halt unheimlich viel Budget haben von ihren Kunden und halt hier die 65% rausholen. Kann man machen, wenn man Geld hat. Wenn man aber ein Startup ist und halt nicht 10.000 Euro oder 7.000 Euro Linkbudget im Monat hat, dann gestaltet sich Linkbuilding ein bisschen aufwendiger. Und zwar, was haben wir noch für Möglichkeiten? Linkbaits haben wir theoretisch noch. Ja, wir können uns ein Bildchen raussuchen von einer Maus in einem Glas eingeschlossen und das da 10 Jahre schon gelebt hat. Sowas können wir so belegen oder noch andere ganz wilde Sachen. Ja, ist aber schwierig. Interessant, ja. Nicht kontrollierbar. Gewinnspiele können wir auch theoretisch machen. Ja, macht glaube ich irgendwie jeder, da auch wirklich Links einzusammeln. Könnte man eins machen, man kann auch nicht von morgens bis abends Linkspiele machen für so eine Domain, das fällt ja irgendwann auf. Ne? Also würde ich auf jeden Fall machen, Linkspiel und Linkbaiting, aber ich konzentriere mich hier drauf. Und das, wie es ja beim Kai schon sagte, ist Tauschen. Ja, also ganz klassisch, ganz krass, ich gehe raus und tausche Links. Aber ihr macht es nicht in der Kaltakquise sozusagen? Genau. Sondern ihr wärmt den Kontakt vorher. Genau, genau. Also, genau. Du hast ja schon beim Kai reingehört, da habe ich schon erzählt. So, jetzt könnte man sich überlegen, ja, wie tausche ich den Link? Das frage ich natürlich erstmal alle Leute, die ich kenne. Ne? Würdest du mit mir tauschen? Weil mit denen geht es ja am einfachsten. So, wenn ich das irgendwann durch habe oder keine interessanten Links dabei sind, die für mich themenrelevant sind, also ich würde ja hier für Restaurant-Links bekommen, ja, was mache ich dann? Und dann passiert Folgendes. Also hier kommt jetzt das große Fragezeichen. Wie sieht der Prozess aus? Effektiv. Und jetzt mache ich Folgendes, was ich auch mit jedem Kunden mache, bevor wir überhaupt irgendwas tun. Wir legen uns erstmal ein Basis-Keyword-Set. Zum Beispiel, wir wollen für Restaurants ranken. Plus Start, wir starten in Köln, also unser Haupt-Keyword, Restaurant Köln. Das variieren wir dann noch in die Stadtteile, Deutz, Altstadt, Zentrum und so weiter. Dann machen wir hier noch Restaurant-Variationen für italienisch essen Köln, spanisch essen Köln. Dann geht ihr da in Bereiche rein, wo wir die Lieferdienste auch haben. Genau, wir überlegen uns erstmal grobe Bereiche. Und wenn wir die Bereiche haben, jetzt geht der Prozess los, das ist Schritt 1. Wenn wir das haben, wir haben, ich sag mal, 20 Basis-Keywords, reichern wir die an in Schritt 2, um Suggests von Google. Ganz klassisch. Ja, wir haben ein kleines Tool für geschrieben, was diese Wörter mit einem Leerzeichen getrennt und dann einem A, einem B und so weiter eingibt. Und ähnlich so wie das Tool vom Kai. Genau, wie das Tool vom Kai. Genau, wie das Tool vom Kai. Wir haben es halt in unsere eigenen Prozesse integriert. Mhm. Aber genauso eine Datenbank wie der Kai, wenn sie die jetzt rausgibt, genauso was bräuchten wir dann. Würden wir verwenden. So, jetzt sage ich mal, haben wir aus diesem Basisset von, ich sag mal, 20 Keywords, haben wir jetzt, ich sag mal, 1000 gemacht. Das ist realistisch. 1000 Keywords haben wir jetzt, die für uns themenrelevant sind. Natürlich eine Menge Longtail dabei. Ja, jetzt haben wir Keywords. Jetzt fragen natürlich alle, ja, wie komme ich hier auf Tauschpartner? Haha, im Schritt 3 gebe ich da mal die 1000 Keywords bei Google ein. Mit einem Programm. Natürlich. So, und jetzt zieht euch die SERPs, und zwar 10, 20, 50, 100. Wir nehmen die ersten 20, ne? Weil da kommen so viele an, da reichen die ersten 20.
Jetzt kannst du natürlich überlegen, wenn du jetzt 1000 Keywords bei Google eingibst, kriegst du 20.000 URLs, davon, ich sag mal, 1500 Domains. Ja, ich denke, das ist realistisch. Und die gehören wieder unterschiedlichen Leuten. Und jetzt cluster ich natürlich die Domains auf die Leute. Und jetzt weiß ich, wer meine Ansprechpartner sind für Linktausch. Und das Clustern? Alles automatisch. Alles automatisch. Da musst du natürlich nicht immer recht einfach. Also du musst natürlich Inhaberdaten zu kommen. Ja, aber da helfen dir ja so Plattformen wie OpenSeo Data, die die Daten schon bereitstellen. Also natürlich lückenhaft, ja, sind nicht alle komplett, ja. Aber wir haben natürlich dann hier noch eigene Erweiterungen, die dann, wenn uns der Inhaber zu einer Domain fehlt, den halt noch nachermitteln. Ne? Das ist nicht so einfach, aber da gibt es Möglichkeiten für. Da würde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber theoretisch gibt, aber es gibt auch eine DX-Schnittstelle und also Sachen, die dann am Tag ein paar tausend Abfragen erlauben. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Ne? Also ist jetzt nichts für Expired Domain Snapping, so eine Schnittstelle, aber um die Inhaber herauszufinden, ist das schon in Ordnung. Wie gesagt, theoretisch könnte man das auch manuell machen. 1500 ist jetzt eigentlich noch ein überschaubarer. Könntest da ein HumanGrid oder irgendwie sowas rausgeben? Genau, ich habe es mal bei MyHammer eingestellt, hat auch ganz gut funktioniert. Genau. Ja. Und war nicht wirklich teuer. Kriegst die Liste für einen Fuffi. Ja, 1500. Ich habe so 150 bezahlt. Auch okay. Auch okay. Also, du machst das ja nur einmal. Das ist ja, ja das Ding. Du machst es ja deine Basis für den gesamtes Linkbuilding. Ja, das ist das Krasse. So, und wenn wir jetzt hier aus dem. Kriegen wir hier jetzt Inhaber. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt kennen wir unsere großen Fische. Und die sortieren wir natürlich nach Anzahl der Domains, die haben, diese Menschen. Und wie sind denn so die Erfahrungen? Gehören jetzt 80% der Domains 20% an Leuten? Es Pareto. Ganz klassisch Pareto. Ich würde sogar sagen 90-10. Mhm. Das heißt 90%. Also erstmal musst du sagen, dass die meisten Keywords, die dann da ranken, also sag mal, du hast 1000 Keywords, die du eingegeben hast, da würde ich sagen, hast du vielleicht 50 oder 60 Top-Player-Domains. Ja, also und sind das eher SEOs, sind das eher Verlage, was sind das? Ja, das ist ganz, das ist ganz unterschiedlich in den Bereichen. Also häufig sind es Content-Portale, die den persönlichen Ansprechpartner haben, die eine Person gehören und eben kein großes Portal. Also in unserem Bereich jetzt hier, also auch im Bereich Dating, da sind natürlich dann viele Affiliates unterwegs und so weiter. Ja, die sind aber auch tauschbereit, von den Affiliate-Projekten vielleicht nicht unbedingt, aber die haben dann Satelliten, die wiederum auch im Thema ranken und so weiter und so fort. Also man kommt auf jeden Fall auf gute Kontakte. Ja, also es ist, kannst du eigentlich gar nicht so sagen. Es ist, kannst du nicht sagen. Ist total unterschiedlich. Also hast du natürlich Verlage dabei und da musst du dann gucken, okay, mit einem Verlag kriegst du halt nicht getauscht. Ne? Das kannst du vergessen. Ne? Aber wenn ich jetzt sehe, okay, dann... Ja, ich habe schon andere Erfahrungen gemacht. Man kann auch mit Verlagen tauschen. Ja, aber du brauchst einen Ansprechpartner. So, da kommen wir dann wieder hin, dass du natürlich ein gutes Netzwerk brauchst. Und wenn du den Redakteur dann kennst oder den SEO-Verantwortlichen, dann kannst du natürlich Hörer und dann hier, pass mal auf, ich habe da was. Ne? So, aber ich mache mal ein bisschen Gas, weil wir sind ja hier schon ganz schön lange dran. Verlieren uns ja ein bisschen. Also ich habe jetzt die Inhaber und ich weiß jetzt, wer die großen Fische sind. Wer die meisten Domains hat, mit den meisten Rankings, die für mich themenrelevant sind. So, und jetzt muss ich mal überlegen, weil jetzt an der Stelle habe ich ja einen Menschen. Oh mein Gott, Hilfe. Ein Kontakt mit einem Menschen, ja? So. Und jetzt blätter ich nochmal um. Und mache hier weiter. So. So, jetzt wird es interessant. Jetzt wollen kommt wir aus dem kalten Kontakt einen warmen machen. Richtig. Das ist ja lauwarm. Also vielleicht kenne ich ihn ja schon. Wäre ja super cool, wenn ich mit ihm auf der Campix schon mal einen saufen war. Ja? Oder irgendwo anders. Wahrscheinlichkeit ist recht gering bei... Ja, wenn man so sich, viel, ja, in dem Bereich ist die Wahrscheinlichkeit gering, ja, aber man denkt, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die den Internetseiten gehören, es gibt gar nicht so viele. Ja, also die meisten Internetseiten, würde ich ja so vom Gefühl aus sagen, also ich glaube, dass 80% aller Webseiten, die da themenrelevant im Google-Index rumlaufen, vielleicht 1000 Menschen gehören, 1200 Menschen, vielleicht maximal 2000, also nicht viel. Die kann man theoretisch kennen. Alle. Kann man alle kennen. Hm? So. Also, diese Person, die wollen wir jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Und da haben wir uns was ausgedacht. Nämlich, im ersten Schritt gehen wir da, überlegen wir uns mal, ist das ein Mann oder Frau? Was schätzt du? Mann. Genau. Weil
die meisten so Internetseiten. 90% ein Mann. Das ist ein Fakt, ja. Also geh mal auf eine Campix oder geh mal irgendwo hin, das sind halt nur Kerle. Ja, wo sind denn die ganzen Webmasterinnen? Ne? Gibt's nicht. Es gibt halt mehr Männer. So. Also werden wir ihn natürlich mit dem gegenteiligen Geschlecht kommunizieren müssen. Gut, wobei selbst wenn es eine Frau wäre, würde ich auch eher mit einer Frau kontaktieren und nicht mit einem Mann. Ja. Ja. Also Frauen theoretisch immer besser. Unabhängig immer mit einer Frau kontaktieren. Frauen sind immer besser. So. Persona-Building, da habt ihr aber richtige Frauen, oder? Genau, wir haben, also die sitzen Frauen normalerweise hier, auf der, also das sieht man jetzt nicht, aber wir haben hier unsere Schreibtische und sind hier im Büro. Ist ja wirklich im Büro. Und die sitzen dann hier, beziehungsweise auch noch da vorne und telefonieren dann, schreiben Mails und kontaktieren sich. So, aber ich mache mal gerade den Prozess, kann man hier weiter. Und zwar wird dann als erstes probiert, sich über Ebenen, wie zum Beispiel das Xing, das Facebook, ja, oder Twitter, miteinander zu verbinden. So. In dem Erstkontakt aber schon direkt mit der Zielvorgabe einen Link zu bekommen oder nee, erst eben mal nicht. Einen erst mal nur kontaktieren. Also muss sagen, ein cooles jeder Blog unser und Link. Ich habe kommentiert genau. Und betreibt vielleicht was Ähnliches. Also jeder unserer Linkbilder ist, hat ein starkes Profil, hat auch wirklich eine Persönlichkeit und hat sich schon connected. Ja, das heißt, vielleicht kennt der eine oder andere ja schon die Jenny oder die Letizia oder die Karin. Ja, oder die Denise, das sind halt Mädels, die sind auch wirklich da. Und die haben auch wirklich ein Profil, die connecten sich mit anderen Leuten und bauen das dann richtig auf. Also es ist jemand so wie du und ich, ja, der in der Szene wirklich rumwurschtelt, der Kontakte hat. Ne? So. Ja, und die schreiben jetzt nicht per Twitter oder Xing, hey, du coole Seite und lass doch mal einen Link tauschen? Nein, die schreiben beispielsweise eine Ansprache wie, hey, ich bin ein SEO, ich bin Linkbilderin beim Fabian, wo auch immer, ja, beim SEO-Programmierer, wer auch immer, bei wem sie arbeiten, hast du Lust, dich zu connecten? Und wenn jemand darauf keinen Bock hat, dann lässt es. Ist ja kein Problem. Ne? So, aber die meisten wollen ja. Die meisten wollen ja tauschen. Ne? Ist ja gerade eine große Sache. So, und dann würde ich sagen, lässt man das so 2 Wochen liegen. So. Nachdem nach 2 Wochen der Kontakt hergestellt war und das geklappt hat, dann macht man die Ansprache. Und jetzt muss man sich überlegen, man connectet sich mit denjenigen im Xing, im Facebook und im Twitter. So, das heißt, das Foto, die Person, die Persönlichkeit von Linkbilderin ist im Kopf von dem jemanden. Der hat das Foto gesehen. Und wenn ich ein Foto sehe, dann habe ich das in meinem Kopf immer abgespeichert, vor allem bei der Frau. Psychologie. Wenn ich jetzt nach 2 Wochen denjenigen mal anschreibe und dann sage, hey, pass mal auf, ich mache ja Linkbuilding. Also da steht natürlich auch drin im Profil, dass die Linkbuilding machen. Das ist keine totale Überraschung, ich mache Linkbuilding, ja. Und die fragen, hey, sag mal, hast du nicht Lust, mal was zu tauschen? Gibt es ja 2 Möglichkeiten. Derjenige reagiert gar nicht. Ja? Dann kann man nach 2 Wochen nochmal eine E-Mail hinterher schreiben. Reagiert er dann immer noch nicht, ruft man an. Man probiert es. Und probiert denjenigen ans Telefon zu kriegen. Und wenn das immer noch nicht klappt und wir wollen den Link unbedingt haben, dann schalte ich mich ein. Ich probiere es dann. Ja, also wenn der Link wirklich richtig gut ist oder ich gucke in meinem Netzwerk, ob ich denjenigen kenne, ne, dann kommt der LM, der Link Manager, beziehungsweise der SEO-Programmierer oder wer auch immer. Ne, der Andreas kommt dann. Und kannst du da so Erfahrungswerte sagen, grob gesagt, wie viele reagieren beim Schritt 1, bei Schritt 2 und bei Schritt 3? Also die meisten reagieren schon hiernach. Häufig schreiben die dann auch selber an. Ne, weil nach den Podcasts und so, weil was sehr gut war, kennen jetzt schon viele die Jenny. Mhm. Und ne, ich habe gesagt, hey, du bist der Linkbilder von Fabian, hey, sehr cool. Ne, also war einfach alles eine riesen Promo-Aktion mit dem Kai. Nee, war es nicht. Also hat sich halt so entwickelt. Also viele sagen jetzt schon hiernach, hey, alles klar, ich weiß, was du willst, lass uns Links tauschen. Ne? So. Also worauf ich hinaus will, lohnt sich quasi der Aufwand noch danach zu teilen. Pass auf. Und jetzt kommt es. Wenn ein Kontakt hier oder hier stattgefunden hat, dann geht der Kontakt auf jeden Fall weiter hier. Das heißt, mit jedem wird telefoniert, bevor getauscht wird. Ja, mit jedem wird persönlich gesprochen, wenn das nur 5 oder 10 Minuten ist. Ja, um eine innigere
Beziehung, ja, um auch mal so ein bisschen abzuchecken, wie tickt der Gegenüber denn auch so, ne, auch mal fragen, hey, was machst du denn sonst noch so, vielleicht können wir noch auf anderen Ebenen kooperieren, vielleicht ist es ja ein Programmierer, dann ist es vielleicht interessant, den ins Netzwerk aufzunehmen, weil ich suche ja auch immer HTML-Programmierer oder PHP-Programmierer, vielleicht ist es ein Designer, ne, einfach mal so ein bisschen Informationen rausziehen. Das ist natürlich die Frage, wie weit das die Linkbilder machen, gerade neue. Also wir haben jetzt auch zwei neue Linkbilder und die muss man natürlich erstmal, also die machen natürlich auch Fehler, die schicken dann die komplette Liste raus und also das ist halt, man muss da halt so ein bisschen, wie du eben schon gefragt hast, wie kontrolliere ich die, permanent kontrollieren. Ne? Das heißt, die sollen auch permanent ihre Kommunikation mit uns weiterschicken, ne? Uns mit auf CC nehmen, wenn sie mit den Leuten mailen. Also im Xing geht das natürlich nicht, aber in den E-Mails geht das natürlich. Ne? Ja, also wird auf jeden CC, Fall... CC, also offensiv, nicht BCC. Nee, das ist schon CC. Schon ganz normal, nicht... Also BCC sieht man ja eh in den Mailprogrammen. Ne? Also ich kann es in meinem sehen, ob ich BCC irgendwo drauf... Oder ob jemand BCC drauf war. Ja. So. Genau, also es wird auf jeden Fall immer telefoniert. Und dann wird ein Kärtchen geschrieben und das kommt an die Wand. Na, das sieht er jetzt nicht, glaube ich. Müsste ich mal ein bisschen verrücken. Das sind die hier, können wir ja gleich mal zurückrücken. Hier beispielsweise haben wir Kärtchen für ganz andere Projekte. Und jeder Kontakt, der hier stattgefunden hat, kommt an die Wand. Und jeder Tausch kommt an die Wand. Das Ganze fließt... Hat er da eine andere Farbe oder woran sieht man, ob es sich um Kontakt handelt? Anderes Board. Anderes Board, okay. Mit einer anderen Beschrift. Das Ganze fließt dann auch noch, nachdem es dann fertig ist. Das heißt, der Zettel wandert quasi, ja? Vom Board 1 als Kontakt zum Board 2 als Nee, der bleibt auf dem Kontakt hängen. Ne? Also der wandert nicht rüber, sondern er bleibt auf dem Kontakt hängen und es kommt zusätzlich ja auf dem Getauscht drauf. Mhm. Ne? Weil auf dem Getauscht steht auch drauf, also es können halt mehrere getauscht worden sein mit der Person. Ne? Also hast eine Person, aber du hast das Thema getauscht. Kann ja sein, wenn es so aufgepasst hat. Ne? So, und nachdem das dann alles abgeschlossen ist, kommt das Ganze noch in CRM. Und das CRM ist eigentlich so unsere absolute Basis, denn da haben wir alles drin registriert. Also da haben wir die Linkbilder registriert, da haben wir die Tauschpartner registriert, da haben wir die Link-Tauschs, die stattgefunden haben, registriert. Da ist quasi wirklich alles drin. Und ist das Open Source? Nutzt ihr da eine komplette Eigenentwicklung, irgendeine Basis dafür? Das ist so individuell. Das kannst du gar nicht als Open Source oder das kannst du gar nicht als kommerzielle Software, als Produkt kaufen. Also, reine CRMs gibt es natürlich einige. Ja. Hast du dir die angeschaut? Oder hast nee, habe ich nicht, weil habe ich direkt gesagt, ich bin seit 12 Jahren in der Softwareentwicklung. Ich weiß, habe da Gefühl für, so ein Ding musst du dir individuell stricken. Also ich könnte sein, dass es da was gibt. Also Linkbird ist ja ein Versuch, das zu machen, aber da fehlt mir halt eine Menge. Ja, das ist wenig CRM-Funktionalität. Ja, aber ich denke, dass sie irgendwann dahin gehen werden. Ne? Ja, also hier mit der neuen Version sind wir schon weiter. Nikolai, hier mach doch mal ein CRM. Dann kaufen wir das auf, wenn das richtig cool ist. Also das fließt alles ins CRM und das ist dann so die Sammelstelle für alles, weil daraus kriegen wir dann Informationen beim nächsten Mal, wenn ich jetzt wieder hier hingehe. Und wir kommen wieder hier hin zu den Inhabern. Dann haben wir eventuell schon die Information, dass wir mit dem schon getauscht haben. Und der erste Blick immer ins CRM. Der erste Blick ins CRM, ganz genau, aber auch vollautomatisiert. Also bevor da irgendjemand aktiv wird, wird erstmal gecheckt, wer hat dann schon mit ihm schon mal getauscht. Und vielleicht noch eine wichtige Sache. Ich sprach ja eben von dem Linkbilder. Und der hat über sich einen Link-Manager. Oh. Schiebschreiben ist schwer. Und der hat natürlich mehrere Link-Bilder unter sich, steuert die, instruiert die und der Link-Manager bin in dem Fall entweder ich, beziehungsweise ich bin einer Ebene darüber und kommuniziere dann nur noch mit meinen Link-Managern, denn ich kann nicht mit jedem Link-Bilder sprechen, ich kann die auch nicht alle einweisen. Ne? Also das ist meine Hierarchie-Ebene, dass ich halt sage, mein Link-Manager weist auch ein und darauf deine Frage eben, wie lernen wir, also primär nicht von mir, ich schalte mich natürlich hin und wieder ein, aber der Link-Manager ist halt direkt mit meinem Gehirn verbunden, wenn man es so nennen kann, also kriegt alle Informationen ungefiltert, mit dem rede ich auch länger, ihn coache ich und ich erwarte, dass er es weitergibt an die Link-Bilder. Klappt natürlich nicht immer, klar, aber das ist für mich der elementare, wichtige Teil, die Link-Bilder hier unten, ja, sind auch sehr wichtig, weil müssen sauber arbeiten, aber sind, ich sag mal, eher Low-Leveler, sind noch über dem Praktikanten und Studenten, können auch Praktikanten und Studenten sein, um Gottes Willen, aber sind, ich sag mal, eher, also ist nicht ganz so schlimm, wenn sich von denen jetzt einer verabschiedet, wie mein Link-Manager.
der ist natürlich viel, viel wichtiger für mich, weil den aufzubauen, das kostet Kraft und Zeit. Klar, und von der Struktur her ist ein Link Manager eher eine Volltagskraft, Fulltime-Äquivalent, und ein Link Builder eher 400 Euro Kraft Student. Nee, muss nicht sein. Muss überhaupt nicht sein. Muss überhaupt nicht sein. Also du kannst, also ein sehr, sehr guter Link Manager muss nicht Fulltime da sein. Er muss nur gut monitoren können. Ne, und er muss dir gut reporten, das ist das Wichtige. Was sind da eure wesentlichen KPIs, auf die ihr achtet? Also es gibt einmal in der Woche gibt's ein Sheet und da steht drin, wie viele Kontakte erzeugt wurden, wie viele Kontakte angeschrieben wurden, wie viele Links getauscht wurden, ja auch mit wem, macht ihr quasi auch so eine Art Qualitätsindex? Also wenn jetzt einer innerhalb von einer Woche einen Link getauscht hat, aber mit Spiegel.de, ein anderer hat 10 Links getauscht, aber mit Free Blogs. Also wir haben drei Farben. Dann kann man natürlich nicht nur sagen, hier ein Link, du Scheiße. Ja, das ist schon richtig. Wir haben drei Farben, Rot, Gelb und Grün. Gelb ist die Normalform, Grün ist über dem Durchschnitt und Rot ist schlecht. Und klar, wenn jetzt jemand da rot steht, weil er nur einen Link getauscht hat, da guckt man sich das an und wenn man dann sieht, okay, der Link ist extrem gut, der hat halt mehr Zeit, dann ist das auch in Ordnung. Aber wir können jetzt nicht da noch einzelne Domains bewerten. Also da müsste man dann theoretisch ja irgendein KPI einfließen lassen, ob es jetzt das Linkstrukturnetz von der Domain ist oder irgendein Sichtbarkeitsindex oder irgendein Alexa-Wert. Puh, finde ich schwierig. Haben wir Kombination aus allem. Ja, genau. Aber da sind wir wieder bei dem Thema eine Domain bewerten und das kriegen wir, glaube ich, in diesem Jahrtausend nicht mehr wirklich durch, eine saubere Domain-Bewertung zu machen. Ne? Also das finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und Linktausch heißt für dich wirklich einen einzelnen Link tauschen oder ist eher ein Artikeltausch? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar tauschen wir nur Content-Artikel. Das heißt auch nur auf neuen Artikeln oder geht ihr auch in alte Artikel rein? Nee, wir machen nur neue Artikel. Das heißt, wir wollen auch nicht in der URL selber ranken, die wir da finden, sondern wir wollen nur bei der Domain einen neuen Artikel ranken. Also gerade bei neuen Projekten gehen wir da keine Gefahr ein. Reiner Content-Tausch ist das. Reiner Content-Tausch und nur in neuen Artikeln, ganz genau. Sehr schön. Mhm. Ja, also das ist soweit das, was ich beim Kai mal ohne visuelle Unterstützung gegeben hat. Ich hoffe, mein Gekrakle kann da draußen irgendjemand entziffern.